the sound, won't you hear the sound of a century lost on the edge of the night? Turn on the lights, I can see all the flowers decay. Ich hab super viele Schichten an. Es ist schon 1 Uhr nachts oder so. Ich hab die letzten 3-4 Stunden gemalt und konnte irgendwie nicht aufhören. Und mein Zimmer ist super kalt, weil ich die ganze Zeit die Heizung nicht anhatte und es anscheinend wieder Winter geworden ist. Bis Jan irgendwann reinkam und meinte, dass es mega kalt hier drin ist. Und meine Nase ist auch richtig kalt, als ob ich draußen bin. Also. Das ist so krass, hier sind schon die ersten Blätter, ich freue mich so riesig. Das ist nicht der Hammer. Mit Sahne. Oh nein, flieg nicht weg! Oh, ich war zu spät. Eine Ente. Hallo. Helga. Guck mal. Sportlich. Lebensschnelle. Apfel, Natur, Gewürz, Gurken, Leinsch. Das riecht gut. Happy Birthday to me. I'm getting older. And I need something to rely on. Happy Birthday to you. Draußen ist es richtig regnerisch und kalt und Das sagt die Sonnenbrille in der Nacht zu Ende. Love it. Ich bin ja da gerade dabei, eine Kunstmappe zu machen und ich bin so am Zweifeln an mir selber, ob ich das halt überhaupt schaffen kann. Und ich habe so wenig Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das am besten mache und wie groß und nichts. Also ich habe von nichts eine Ahnung und das überfordert mich total. Ich hatte mich in Hamburg beworben für Lehramt und wurde abgelehnt. Die Sachen, die ich da eingeschickt habe und so, waren ein bisschen anders als das, was ich jetzt einschicken werde zu den anderen Schulen. Also, ich habe mich bei mehreren Schulen beworben. Aber trotzdem ist es natürlich, da frage ich mich so, wenn ich für Lehramt nicht genommen werde, wie hoch sind meine Chancen dann? Also sehr gering. Und einerseits motiviert mich das dann, irgendwie mich noch mehr anzustrengen und andererseits macht es mich so müde.
Aber es macht auch Spaß und ich mag es auch. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich einfach so arbeite, ungeachtet, ob ich jetzt eine Mappe mache oder so, einfach daran arbeite und so, als ob ich irgendwie eine Ausstellung oder so plane, und die Mappe ist das Nebenprodukt. Tulpen waren früher mal meine Lieblingsblumen. Ich glaube, weil die so erstens so schöne Farben waren und weil es bedeutet hat, dass der Frühling wiederkommt. Und die sind auch so stolz irgendwie. Ich glaube, das ist so eine Sache, die ich lerne gerade, und zwar so, sich dann Dinge einfach zu nehmen. Einfach zu sagen, okay, ich muss nicht darauf warten, bis ich ein Studium in dem Bereich mache, um künstlerisch tätig zu sein. Ich kann auch einfach jetzt schon künstlerisch tätig sein und mir das so einfach nehmen. Warum nicht? Der Mom und ich. Der Partner noch. Nee, weil sie hätte Bock auf ein Projekt. Mit ein paar Leuten. Ein Zirkus? Zirkus, das kommt später noch. Aber ja, ich kann mir das Zirkuszelt noch nicht leisten. Ich habe meine Mappe abgegeben und es war so ein Gefühl, als ob ich so mein Herz weggebe oder ein Kind oder irgendwie was, was mir so richtig lieb und teuer ist. Und ich habe so krasse Zweifel gehabt danach. Ich wäre am liebsten wieder reingegangen und hätte meine Mappe wieder mitgenommen und sie einfach die Sachen bei mir behalten. Weil ich nicht wollte, dass ihnen irgendwas passiert oder so. Ich wünsche es mir sehr, an der Uni angenommen zu werden. Weil es wäre irgendwie so meine Traumuni gerade. Und es kann halt sehr gut sein, dass es nicht klappt. Und ich erfahre es erst in einem Monat. Und es ist einfach zu weit, zu lange. Ich glaube, der große Unterschied für mich gerade, den ich wahrnehme, ist, dass ich habe mich ja auch für Schauspiel beworben. Und da war mir auch klar, dass es nicht klappt, weil ich es einfach noch nie gemacht habe und ich auch keine Ahnung hatte, was ich da tue und total nervös war. Und da hatte ich aber danach nicht das Gefühl, dass ich jetzt mich noch mehr anstrengen möchte und noch besser werden, sondern ich war eher so, okay, ja, ich habe mich über das Feedback gefreut und war dann irgendwie erleichtert, dass ich nicht noch mal hin musste, weil es mich eher sehr ermüdet hat. Und jetzt hier bei den Aufnahmeprüfungen ist es mehr so, dass ich eine Absage kriege und denke, ich muss noch besser werden und das so nehme als Sprungbrett für meine Motivation. Und dass ich da so einen Willen habe. Und dass ich mir halt auch denke, wenn es dieses Jahr nicht klappt, probiere ich es nächstes Jahr nochmal. Und wenn es da nicht klappt, probiere ich es nochmal. Ja. Und
herrlich. Ich habe meine Sachen alle zu Hause gelassen. Ich habe nur einen Roman und ein bisschen Kleidung mitgenommen und bin jetzt hier mal kurz aus Bochum raus und wegen familiären Angelegenheiten. Und sobald ich im Zug saß, ist mir eingefallen, was ich alles noch erledigen muss. Und jeden Tag fällt mir ein, was ich alles machen muss. Und ich kann es aber gerade nicht machen. Und also ich fahre auch morgen schon zurück und morgen Abend werde ich dann wieder richtig reinhauen und ganz viel erledigen müssen. Aber ja, diese 3 Tage jetzt ohne alles, das sind vor allem so 3 Tage voller so, wo ich erstmal meinen inneren Stress richtig wahrnehme. Oh, okay, so viel Bewegung ist also in mir. Das ist so ein... Neugierig musterte er den kleinen Mann, der ihm gegenüber zusammengekauert auf dem Barstuhl hockte. Der Mann war soeben aus der windigen und regnerischen Nacht kommend hereingestolpert, schnaufend außer Atem und kaum noch fähig, die Füße voreinander zu setzen. Er war von oben bis unten mit Schlamm besudelt und völlig durchnässt. Seine Augen waren glasig, seine Lider rot geschwollen und er brachte nur mühsam die Worte heraus, mit denen er eine Tasse Kaffee bestellte. Seine entzündeten Augen huschten wieselhaft hin und her und wandten sich immer wieder der Tür zu, während er den heißen Kaffee hinuntergoss. Er trank ihn schwarz und ohne Zucker. Ich frag mich, wie es dir geht. Und wer du bist und wo du bist und was dich beschäftigt. Und ob du Angst davor hast, alleine zu sein. Verkehr so laut ist, dann lege ich mich so mit geschlossenen Augen hin und dann stelle ich mir vor, dass das Meeresrauschen ist.